Breaking News. Herzlich willkommen zu Bild Live. Ja, es ist Deutschlands größte Corona-Panne. 900 Menschen wurden auf Corona positiv getestet und wissen bislang nichts davon. Passiert ist das Ganze in Bayern. Ausgerechnet in Bayern, muss man sagen. Denn seit Wochen profiliert sich Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, als taffer Krisenmanager. Ja, und in einer Pressekonferenz hat er letztens das angekündigt. Wir brauchen zweitens verpflichtende Tests an Flughäfen, unbedingt und zwar so schnell wie möglich. Verpflichtend, aber auch kostenlos an den Flughäfen. Wir bereiten alles vor, jetzt hat, wenn der Bund uns die Rechtsgrundlage gibt, es muss über das Infektionsgesetz des Bundes gemacht werden, wenn es geht, dass wir sofort auf den Startknopf drücken können. Wir agieren aber nicht nur an den Flughäfen. Wir werden Folgendes zusätzlich jetzt anbieten, noch nicht verpflichtend, weil wir das rechtlich nicht können, aber freiwillig, sowohl für Auto als auch für Bahn. Bei vielen, die zurückkehren, gerade beim Auto, werden wir an den drei großen Strecken Walserberg, Pocking und Kiefersfelden in der Nähe der Grenze Teststationen aufbauen, sodass sich jeder dort testen kann. Gäbe es eine Verpflichtung, wäre es leichter, aber wir bieten das jetzt an, um dort ein schnelles Ergebnis auch zu haben, leiten es auch weiter. Es können sich auch Leute testen lassen, die nicht aus Bayern sind. Ausdrücklich, wir leiten das Ergebnis dann, wenn es so ist, weiter. Weil normalerweise wäre es nur für die Bayern, aber wir wollen da an der Stelle auch Amtshilfe leisten. Und wir werden das auch im Hauptbahnhof in München und in Nürnberg machen, weil es viele auch Bahnreisende gibt. Wir bitten auch herzlich sehr, dass die Bahn darauf achtet, dass die Hygienemaßnahmen in der Bahn eingehalten werden, also Mund-Nasen-Schutz. Aber dann werden wir noch in den beiden Hauptbahnhöfen uns entsprechende Möglichkeiten erarbeiten und bieten, damit man dort auch die Testkapazitäten haben kann. Ja, große Worte, doch jetzt eben das, die peinliche Panne. 900 Menschen sind positiv getestet worden und wussten bislang nichts davon. Ja, und zu dieser politischen Tragweite, dieser peinlichen Panne, ist jetzt Paul Ronsheimer bei mir im Studio. Hallo Paul. Hallo. Welchen Schaden trägt denn jetzt Söder davon? Söder steht massiv unter Druck jetzt, muss man sagen. Das erste Mal tatsächlich in der Kritik während der Corona-Krise. Er hat sich zuvor immer als der taffe Krisenmanager präsentiert. Jemand, der für maximale Sicherheit steht. Und er hat sich profiliert als jemand, der nicht nur Bayern schützen wollte mit diesen Teststationen, über die wir jetzt sprechen, sondern eben ganz Deutschland. Das hat er dann in Pressekonferenzen angekündigt. Umso schwieriger ist jetzt diese Panne, auch für ihn persönlich. Auffällig ist, dass er gestern seine Gesundheitsministerin vorgeschickt hat in einer Pressekonferenz. Und Deutschland erinnert sich, normalerweise ist es eigentlich Markus Söder, der zu Corona spricht. Die Gesundheitsministerin kannte man eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt kaum, zumindest außerhalb Bayerns. Und ausgerechnet, wo jetzt erstmals Kritik aufkam, hat er seine Gesundheitsministerin vorgeschickt. Einige haben das als feige bezeichnet, zum Beispiel der FDP-Fraktionsvize Graf Lambsdorff hat ihn dafür schwer kritisiert. Und es wirkt auch ein bisschen tatsächlich schwierig, dass er jetzt ausgerechnet in dieser Krise eben nicht dort steht. Wir hören, dass es jetzt eine Krisensitzung gibt, wo Markus Söder berät mit seinen engsten Vertrauten, wie es jetzt weitergeht. Er hat seine Reise nach Schleswig-Holstein, die eigentlich heute stattfinden sollte, mit schönen Bildern in Seehundstationen, die hat er abgesagt. Das ging nicht mehr anders. Und jetzt kommt es für Markus Söder darauf an, wie entschlossen reagiert er, was passiert mit der Gesundheitsministerin. Es gibt Forderungen, sie zu entlassen. Und dann vor allem für ihn natürlich die Frage, was ist jetzt mit diesen 900 Infizierten und wie kriegt man das jetzt wieder eingefangen und wie schnell funktionieren dann diese Teststationen auch und wie schnell werden die Menschen jetzt informiert? Wie konnte es denn überhaupt zu so einer Panne kommen? Wissen wir etwas darüber? Es sieht so aus, dass diese Teststationen übereilt aufgebaut worden sind, dass private Dienstleister erst zu spät dort reingekommen sind. Also es sieht so ein bisschen danach aus, wie politische Profilierung auf Kosten dieser Stationen, nämlich, dass man das ganz schnell umsetzen wollte, auch in diesem Fall, dass eben Markus Söder zeigen wollte, ich mach schnell. Und ich schütze Bayern, ich schütze Deutschland. Also Markus Söder als Krisenmanager, der sich in diesen Pressekonferenzen dann natürlich auch immer ein bisschen inszeniert. Möglicherweise ist das auch darauf zurückzuführen, dass es eben ganz, ganz schnell gehen sollte und dadurch dann diese Pannen entstanden sind. Wobei man natürlich sagen muss, dass es da um viele, viele Tests geht und möglicherweise sind in diesem Fall alle etwas überfordert. Und wer trägt jetzt seiner Meinung nach die Verantwortung? Oder wer sollte sie tragen? Söder oder eben Frau Hummel?
Am Ende trägt der Ministerpräsident Markus Söder die Verantwortung. Und ich denke, es ist dringend gefragt, dass Markus Söder sich hier auch zeigt und dass er sich dem stellt. Denn für einen Ministerpräsidenten, einen Krisenmanager und jemand, der möglicherweise Kanzler werden will, gehört sich dann auch sozusagen in so einer schwierigen Situation an der vordersten Front zu stehen. Und für ihn geht es jetzt auch darum, wie angeschlagen er in das Kanzlerrennen geht, denn es ist das erste Mal, dass Söder so stark unter Druck steht. Vorher sind seine Beliebtheitswerte, wir erinnern uns, in der Corona-Krise von einem durchschnittlichen Zeitpunkt bis ganz nach oben gegangen. Nur durch Corona steht Markus Söder eigentlich dort, wo er ist, weil die Menschen es gut fanden, wie er reagiert hat. Diese Härte im Vergleich auch zu Armin Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade heute sich Armin Laschet in Düsseldorf durchaus ein bisschen freut, dass Markus Söder jetzt auch mal unter Druck steht. Denn eigentlich war es in den vergangenen Wochen und Monaten immer Armin Laschet, der eine Panne nach der anderen hatte, zuletzt Clemens Tönnies. Und dann hat Markus Söder aus Bayern immer so ein bisschen spöttisch reagiert. Wir erinnern uns auch, wie Herr Söder in Pressekonferenzen immer ein bisschen über Heinsberg gewitzelt hat als Hotspot. Das waren immer direkte Angriffe aus Bayern nach NRW. Deswegen wird es auch spannend zu sehen sein, wie Armin Laschet darauf reagiert. Ja, darauf sind wir wirklich gespannt. Dankeschön, Paul Ronsheimer, für den Moment. Wir wollen jetzt einmal schalten zu Martin Hagen, FDP-Chef aus Bayern. Guten Morgen, guten Mittag, Herr Hagen. Mensch. Guten Tag, grüße Sie, hallo. Ja, Herr Hagen, was haben Sie denn als erstes gedacht, als Sie davon gehört haben, von dieser peinlichen Panne? Ich war fassungslos. Wir haben in Bayern schon länger Probleme bei der Corona-Politik, was die Digitalisierung angeht. Wir kennen das von den Schulen, die stecken noch in der Kreidezeit. Wir kennen das von den Soforthilfen, da wird mit Faxgerät gearbeitet. Das hat alles zu Problemen geführt. Aber dass wir hier zigtausende Corona-Tests handschriftlich bearbeiten, dass 45.000 Bürger, die getestet wurden, die Ergebnisse nicht wissen und dass 900 Menschen, die Corona-positiv sind, durch Deutschland laufen, weil sie nicht informiert wurden, dass sie das Virus haben. Das ist ein Skandal und das ist ein gravierendes Versagen der Staatsregierung. Und was fordern Sie jetzt als Konsequenz daraus? Also in der Sache muss ganz schnell dieser Prozess ordentlich aufgesetzt werden. Wir brauchen eine Digitalisierung der Gesundheitsämter und wir brauchen auch endlich eine Teststrategie. Die FDP hat immer kritisiert, dass Söder einfach immer nur höher, schneller, weiter getestet hat, aber das Ganze nicht mit einer Strategie versehen hat. Das rächt sich jetzt. Und personell, glaube ich, muss Markus Söder jetzt auch die Konsequenzen ziehen und seine Gesundheitsministerin entlassen, die von Anbeginn dieser Krise ja einen etwas überforderten Eindruck gemacht hat. Dankeschön, Martin Hagen. Ja, klare Worte, klare Forderungen. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt einmal schalten zu unserem Bildreporter Jörg Völkerling, denn er steht für uns in einer Corona-Teststation an der A3 in Passau. Hallo Jörg. Guten Morgen. Kleine Korrektur von mir, nicht bei Passau, sondern bei Kiefersfelden. Dankeschön. Kannst du uns denn mal erzählen, wie läuft das dort genau ab? Wie viele Menschen lassen sich am Tag dort testen? Konkret hier an der A93 bei Kiefersfelden südlich von Rosenheim lassen sich in den letzten Tagen waren das bis zu 860 Tests, die hier durchgeführt worden sind. Jetzt hat hier ein privates Analyselabor Eurofins aus Luxemburg die Kontrollen übernommen, die Tests übernommen. Und jetzt weht hier auch ein etwas anderer Wind. Man will hier keine Beobachter zulassen. Presse ist hier unerwünscht. Ganz anders als am Samstag die Corona-Testpflicht startete, war ich in Passau an der A3. Da sollten wahrscheinlich vielleicht auch Bilder produziert werden. Da war das sehr erwünscht, das Bayerische Rote Kreuz, die sehr engagiert dort mit 70 Ehrenamtlichen vor Ort waren und das alles händisch erfasst haben, ließen sich gerne über die Schulter schauen. Dort lief es aber auch noch ein bisschen archaischer ab, möchte man sagen. Da gab es ein Zelt, wo die Leute in einer langen Warteschlange sich einreihen mussten und warten mussten. Heute hier ist es so, dass dieses Zelt abgeschafft wurde. Die Fahrer kommen aus Österreich von der A93, fahren hier runter und müssen dann hier hinter mir entsprechend sich registrieren lassen, werden dann von den Mitarbeitern von Eurofins eingewiesen, bleiben in ihren Autos sitzen, warten dann, bis sie in ein Zelt gefahren werden, gerufen werden. Dort werden ihnen dann entsprechend mit diesem Wattestäbchen die Speicheltests entnommen. Und das Ganze wird dann digitalisiert mit einer App. Und das Versprechen ist ja, dass innerhalb von 24 Stunden positiv Getestete eine Rückmeldung bekommen. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Du hast ja auch schon mit Leuten sprechen können, die das ganze Verfahren ja schon durchlaufen sind.
Ja, ich habe heute noch mal gefragt, Menschen, die am Samstag aus dem Urlaub zurückkamen aus Kroatien, zum Beispiel Jana Wellert, eine Zahnarzthelferin aus Thüringen, die war da noch sehr optimistisch und freute sich über den schnellen, reibungslosen Ablauf, halbe Stunde warten und dann hatte man seinen gratis Corona-Test, auch wenn sie nicht aus einem Risikogebiet kam. Jetzt fragt sie sich, ob das so die gescheite Idee war, denn sie hat heute immer noch kein Feedback. Sie weiß nicht, ist sie jetzt positiv oder ist sie nicht? Wie soll sie zu Hause damit umgehen? Soll sie sich selbst in häusliche Quarantäne begeben? Ihr Mann ist Kraftfahrer, der muss arbeiten. Und ich habe mit Michael Vogel, einem Baumaschineningenieur, 30 Jahre alt, aus Nordrhein-Westfalen gesprochen. Der war mit seiner Frau am Wolfgangsee, konkret in der Nähe von St. Wolfgang. Das ist ja ein Hotspot in Österreich. Er hatte die begründete Vermutung, dass vielleicht was sein könnte, hat viele Hoffnungen in diesen Test gesetzt. Das ist am 2. August passiert. Heute Morgen hat er diese App nochmal geöffnet. Da stand drin, Befund liegt nicht vor. Und er sagt, natürlich ist versprochen worden, dass den positiv Getesteten bis heute Mittag endlich ein Testergebnis mitgeteilt werden soll. Er hofft aber, dass sein Telefon nicht klingelt. Er sagt, das wäre dann vielleicht ein gutes Zeichen. Dankeschön, Jörg Völkerling, für deine Schilderung. Vielen Dank. Und wir haben Ihnen gestern bereits diese dramatischen Bilder aus Beirut gezeigt. Es sind unfassbare Aufnahmen aus Beirut vom Tag der Explosion. Sie zeigen ein Brautpaar, das glücklich für ihre Hochzeitsfotos posiert. Die Braut lächelt in die Kamera, bis es zur Explosion kommt. Fensterscheiben fliegt durch die Gegend, was bei diesen heftigen Bildern fast unvorstellbar ist. Es wurde zum Glück niemand verletzt. Dem Brautpaar geht es gut. Und unser Reporter Sebastian Prengel ist für uns in Beirut und konnte das Brautpaar finden und hat mit ihnen gesprochen. Spärlich beleuchten LED-Lampen die Wohnung der frisch Verheirateten. Ein Stromausfall im ganzen Wohnblock, doch es könnte viel schlimmer sein. Die beiden sind am Leben und unverletzt. Auch wenn die Erinnerungen an ihre Hochzeit vermutlich für alle Zeit zum schlimmsten Moment ihres Lebens gehören. Der laute Knall der Explosion war schrecklich und direkt nach dem Knall fingen die Gebäude ringsum an zu schwanken und sich zu bewegen. Das war wie eine Welle, eine Erdbebenwelle, die alles zerstörte. Erst schaute ich natürlich, ob meine Frau okay war. Sie wuchs außerhalb des Libanon auf, fern von Gewalt und Krieg und solchen Nachrichten. Sie hatte große Angst und ihr Kleid hing in Fetzen. Ich hielt sie einfach fest, sagte, keine Panik. Das war bloß eine Explosion. Nicht weinen, sei stark. Minuten später fanden wir unser Auto und fuhren weg. An die nächsten 10 bis 20 Minuten kann ich mich kaum erinnern. Das ist alles weg. Am nächsten Tag hatte ich Schmerzen am ganzen Körper. Ich weiß nicht, ob aus Schock oder wegen dem Stress. Es war kein gutes Gefühl. Ich bete zu Gott, dass so etwas nie wieder passiert. Aber ich bin natürlich auch traurig für uns zwei. Wir haben Jahre von dieser Hochzeit geträumt, sie vorbereitet. Mit einem Schlag ist der Traum zerstört, alles ist weggefegt. Ein Surfer überlebt einen Haiangriff nur, weil er dem Tier mit seinem Surfboard auf Kopf und Maul schlägt. Erst dann lässt das Tier von ihm ab, aber er übersteht den Kampf nicht unverletzt, er muss trotzdem ins Krankenhaus mit einer klaffenden Wunde. Es ist ein freudiges Wiedersehen für alle. 5 Unbekannte, heute Freunde fürs Leben. Für mich sind sie einfach nur Helden. Es war ein ganz normaler Tag. Die Männer surfen in Bunker Bay an der Westküste Australiens. Doch plötzlich wird der Surftrip für Phil Rummert zu einem Kampf um Leben und Tod. Der 28-Jährige wird von einem weißen Hai angegriffen. Laut eigenen Aussagen saß Phil auf seinem Board. Er erinnert sich nur an die Wucht, mit der Hai auf sein Surfbrett traf. Im nächsten Moment war sein Brett in zwei Hälften gebissen. Instinktiv drückte er das, was von seinem Brett übrig war, Richtung Hai, um sich zu schützen. Andere Surfer kriegen dies mit. Ich weiß nur noch, dass jemand laut Hai schrie. Und als ich mich umdrehte, sah ich Phil. Sie schwimmen direkt zu ihm, um zu helfen und werden Zeugen, wie Phil dem Hai mehrmals mit bloßen Händen auf die Nase haut und ihn damit in die Flucht schlägt.
Du musst einfach helfen, du kannst gar nicht anders. Warum auch immer, ich weiß es nicht, es ist ein Instinkt. Du kannst dich nicht umdrehen, du musst hin, egal wie gefährlich es ist. An Land angekommen geht es anschließend für Phil direkt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Zum ersten Mal seit der Haiattacke trifft Phil auf seine neuen Freunde und sie können gemeinsam lachen. Und jetzt ist mir Gerhard Wegner von Shark Project live zugeschaltet. Hallo, Herr Wegner. Hallo. Hat denn der Surfer dort alles richtig gemacht, instinktiv gehandelt, indem er das Surfbrett, ja, auf das Tier losgegangen ist, sozusagen, ihm das auf Kopf und Maul gehauen hat? Das kann man natürlich nicht sagen, wenn man die Situation nicht richtig sieht oder richtig kennt. Fakt ist, wenn ein Tier so nahe kommt, denn es war scheinbar ein richtiger Angriff auf das Surfbrett, er ist runtergefallen und wurde danach verletzt. Die Verletzungen, die er hat, sind kein Biss. Das ist ja doch ein Biss, es ist ein Testbiss. Das Tier probiert, was es ist. Und wenn derjenige dann Arm und Bein wegzieht, entstehen sogenannte Sekundärverletzungen. Das sind diese Schnitte, die man sieht auf dem Bild, das ich bekommen habe. Aber ja, wenn das Tier so nahe ist, kann es schon helfen, auf die Schnauze zu hauen. Warum kommt es denn gerade so häufig vor, diese Haiangriffe? Da es immer weniger Haie gibt, wir Menschen töten pro Jahr etwa 150 Millionen, dann liegt es nicht daran, dass jetzt da ganz viele Haie zusammen sind, sondern es sind einfach mehr Menschen im Wasser. Das kann sein, dass einfach durch Corona viele nicht gesurft haben, wir Wochen und Monate hinweg und jetzt verstärkt dorthin strömen. Die Tiere haben aber in der Zeit ihr Habitat, ihr Revier neu entdeckt, sind also da, wenn die Menschen kommen. Das ist eine mögliche Erklärung. Die andere ist, dass Haie futterorientiert sind. Das heißt, sie folgen Beutefischen. Und wenn jetzt Fischschwärme durch Strömung oder Hitze in Nähe des Strandes getrieben werden, sind da auch entsprechend mehr Haie. Und wenn dann entsprechend mehr Menschen kommen, gibt es ein höheres Risiko, dass etwas passieren kann. Die meisten Haiangriffe passieren ja in den USA oder wie in diesem Fall in Australien. Warum ist das so? Es sind die längsten Strände der Welt, sowohl Florida als auch Australien. Australien hat mit allen Inseln 60.000 Kilometer Küstenlinie. Das heißt, es ist ja nicht ein Hotspot, das ist eine kleine Welt, um die es hier geht. Und da sind halt auch sehr viele Surfer. Und Surfer, Windsurfer, Kitesurfer, die schaffen es einfach, in Gebiete zu kommen, die früher Jagdgebiete der Haie waren, jetzt durch Menschen gestört werden. Dadurch kommt es zu diesem Treffen. Und wie sollte man sich verhalten, wenn man auf einen Hai trifft? Erstmal ganz ruhig, weil ein Hai hat den Menschen nicht als Beute. Wir gehören nicht in ihr Beuteraster, sondern wir sind was Fremdes. Da die Tiere aber futterorientiert neugierig sind, kommen sie wahrscheinlich irgendwann mal gucken, was das eigentlich ist, was da im Wasser schwimmt. Und wenn man sich dann falsch verhält, zum Beispiel panisch herumwirbelt und versucht, zum Strand zu kommen, dann denkt er, hey, das könnte doch Beute sein und setzt einen Testbiss an, probiert, was das ist. Verletzung. Also ruhig bleiben, das Tier beobachten. Und wie gesagt, möglichst senkrecht im Wasser stehen, das kennen die Tiere nicht von ihrer Beute, das schreckt sie ab. Aber ruhig bleiben, wie wenn man auf der Straße einen großen Hund sieht, den man nicht kennt. Erstmal gucken, was passiert und dann vorsichtig bewegen. Dankeschön, Gerhard Wegner, für Ihre Schilderung. Vielen Dank. Bitteschön, danke. Ein Mann wird in einem kleinen Ort Rottdorf im Kreis Helmstedt tot in seinem Wagen aufgefunden. Das Auto steht lichterloh in Flammen. Wie die Wolfsburger Zeitung berichtet, soll es sich bei dem Toten um den VW-Mitarbeiter handeln, der als Verdächtiger in der Abhöraffäre gilt. Bereits im Mai wurde ein Brandanschlag auf das Haus verübt. Das sehen wir hier. Dort steht jetzt auch mein Kollege Stefan Sievering. Stefan, was wissen wir jetzt genau für Hintergründe zu diesem Vorfall? Und viel weiß man noch nicht. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Es ist aber wohl so, wie die Wolfsburger Nachrichten berichten, dass der Manager, dessen Haus hier im Mai hinter mir abgebrannt ist, offenbar jetzt auch der Tote ist, der in diesem Auto gefunden wurde, der was ausgebrannt wurde. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie keine Spuren von Fremdverschulden gefunden hat. Möglicherweise ein ungewöhnlicher Suizid, möglicherweise ein Unfall. Genaues wird man erst nächste Woche sagen können. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass gegen diesen Mann, Christian M., Ermittlungen wegen Spionage liefen. Er hat offenbar interne Gesprächsprotokolle bei VW mitgeschnitten, wo es darum ging, einen Zulieferer auszuboten, wo taktische Gespräche geführt wurden, wie werden wir diesen
Zulieferer los. Das hat er mitgeschnitten, soll er mitgeschnitten haben. Und kurz darauf hat eben auch sein Haus gebrannt, als er im Urlaub war. Da kann man jetzt, klar, kann man denken, war das möglicherweise ein Racheakt? Man weiß es eben nicht genau. Dankeschön, Stefan Sievering. Ja, wir werden natürlich weiter über diesen Fall berichten. Vielen Dank. Was ist mit dem Vermögen von Rudi Assauer passiert? Ja, diese Frage stellt man sich, denn die Zeit berichtet, dass der Ex-Schalke-Manager 0404 kurz vor seinem Tod nahezu mittellos gewesen sei. Vieles spricht laut des Berichts dafür, dass es sich um eine Ausplünderung handelt. Und mir ist jetzt Claudia Unruh, Demenzexpertin, live zugeschaltet. Hallo, Frau Unruh. Hallo. Sie kannten ja Rudi Assauer persönlich. Wie haben Sie ihn erlebt? Ja, ich hatte ihn ja bei einer Veranstaltung kennengelernt und ich habe ihn als unglaublich lieben, großzügigen Menschen kennengelernt, aber der natürlich auch große Ängste mit sich herumgetragen hat, weil zu der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, war ja gerade die Demenzdiagnose gestellt worden. Und das hat natürlich bei ihm große Ängste auch ausgelöst und Verunsicherung. Und wir hatten dann auch noch darüber gesprochen, dass er auch vielleicht noch eine Rede hält. Da hatte er dann auch von abgesehen, weil, wie gesagt, mit dem Text hatte er, glaube ich, dann auch Bedenken. Beschäftigen sich ja auch viel mit dem Thema Demenz. Wie oft kommt das denn vor, dass ja vielleicht Dementkranke beraubt werden? Ja, also das kommt tatsächlich sehr häufig vor. Also es nimmt zu. Also das berichten uns auch immer wieder Juristen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Also ich hätte jetzt zum Beispiel persönlich Herrn Assauer geraten, weil er ja doch über ein großes Vermögen verfügt hat, dass er diese Vorsorge vollmacht, was ja viele gar nicht wissen. Man sollte eine neutrale Person noch mit heranziehen. Also das heißt, wenn man jetzt, man kann ja natürlich eine vertraute Person, Kinder auch nehmen, aber dass man auf jeden Fall zusätzlich noch vielleicht einen Rechtsanwalt oder eine neutrale Person, die so ein bisschen den Überblick auch darüber hat, mit reinzieht. Weil es ist ja auch für den Angehörigen besser, weil dieses Thema ist einfach so, so groß und man gerät, wir wissen alle, es gibt immer Situationen im Leben, wo man vielleicht dann plötzlich Geld braucht, man kann die Person nicht mehr fragen und man gerät dann schnell tatsächlich in eine Geschichte rein, die dann auch schon Straftatbestand, Untreue, Unterschlagung oder so. Und von daher würde ich immer dazu raten, für wenn man so eine Vorsorgevollmacht macht, möglichst auch früh, weil es ist ja natürlich auch wichtig, dass man dazu noch voll geschäftsfähig ist. Und auch gerade so, wir werden auch oft gefragt, mit den Testamenten. Wie ist das eigentlich? Also man muss, um ein Testament zu machen, muss man voll testierfähig sein. Aber die Notare sind gar nicht so ausgebildet im Medizinischen. Das heißt, die können das auch nur nach gutem Glauben dann auch entscheiden. Und da ist einfach ganz wichtig, dass man möglichst auch ein ärztliches Attest hat. Also gerade wenn es die Diagnose Demenz schon gibt, möglichst ein ärztliches Attest mit vorliegt. Weil sonst ist man hinterher tatsächlich so weit, dass auch die, im Grunde die Testamente angefechtet werden können. Und dann muss das Gericht ein Sachverständigengutachten dann erstellen. Das ist sehr kompliziert. Und die Gerichte entscheiden auch oft so sehr, die Übergänge sind sehr schwimmend. Also das heißt, bei einer leichten Demenz kann es sein, man ist noch testierfähig. Und aber wo ist da, also zum Beispiel, wenn jetzt auch per Gutachten schon festgestellt worden ist, okay, es ist zum Beispiel schon Verlust von Hirnmasse da und man muss auch schon Medikamente nehmen, kann es trotzdem sein, dass das Gericht im Nachhinein durch den Sachverständigengutachten dann entscheidet, dass man doch noch testierfähig war. Und das wissen halt viele nicht. Und deswegen sollte man wirklich darauf achten, dass man eigentlich ein ärztliches Attest mit hat und immer so früh wie möglich. Und gerade wenn auch vielleicht Angehörige Angst haben, dass auch ihr Liebster dann, ihr Mensch mit Demenz sozusagen, ihr Angehöriger beklaut werden könnte, dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man gerichtlich so einen Einwilligungsvorbehalt beantragt, was auch wirklich eine gute Möglichkeit ist. Das heißt, der Angehörige bleibt so geschäftsfähig in dem Sinne, dass er Brötchen kaufen kann oder Zeitung. Aber große Geschäfte sind dann einfach nicht mehr möglich beziehungsweise können rückgängig gemacht werden. Das betrifft zum Beispiel viele, die Angst haben, wenn die Pflegerin zum Beispiel, gibt es ja oft, dass dann der ältere Herr schenkt seiner Pflegerin irgendwie eine teure Kette oder wir haben es auch gehabt, ein Auto. Und dann kann man, wenn man dieses vorher festgelegt hat, kann man diese ganzen Käufe auch rückgängig machen. Das würde ich auch immer empfehlen. Dankeschön, Claudia Unruh, für Ihre ausführlichen Schilderungen. Vielen Dank. Romy wollte mit ihren Freunden am See Sternschnuppen schauen, doch jetzt ist die 22-Jährige tot. Sie wollte helfen, ein brennendes Wohnmobil zu löschen und dann kam es zum tragischen Unfall. Diese Starkstromleitung beendete das Leben der 22-jährigen Romy aus Weiden in der Oberpfalz.
Die Studentin ist mit zwei Freunden am Malkwitzer See in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen Sternschnuppen beobachten, als sie gegen 23 Uhr plötzlich Knallgeräusche und Schreie hören. Ein Camper in der Nähe steht komplett in Flammen. Das Paar, das das Wohnmobil unter einem Strommast geparkt hatte, ist bereits mit seinem Hund ins Freie geflüchtet. Romy und ihre 17 und 19 Jahre alten Begleiter versuchen zusammen mit dem Paar das Wohnmobil zu löschen. Was sie nicht bemerken, die Flammen schlagen bis in die Stromleitung, zerfressen sie, bis sie reißt. Ein Kabel fällt herunter, direkt auf Romys Schulter. 20.000 Volt jagen durch ihren Körper. Die Studentin bricht zusammen, krümmt sich vor Schmerzen und schreit: Hilfe, ich sterbe. Ihre Begleiter versuchen noch, die Stromleitung wegzuziehen, doch vergeblich. Der 17-Jährige bekommt selbst mehrere Stromstöße ab, muss später behandelt werden. Romy hat keine Chance, sie stirbt noch am Unglücksort. Ihr Freund Ralf kommt mit einem Schock ins Krankenhaus. Ihre Familie kann die Geschehnisse nicht fassen. Ihre Mutter Gabriele trifft es besonders schlimm. Sie hat schon einen Sohn aus erster Ehe durch einen Unfall verloren. Er lag 9 Jahre im Wachkoma, bevor er starb. Geblieben ist jetzt nur noch Tochter Katrin. Die 36-Jährige lebt in Amerika. Bei einem Gutachten kam jetzt heraus, dass das Feuer im Wohnmobil durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde und die Stromleitung wegen der Sommerhitze wahrscheinlich tiefer durchhing als sonst. Wegen Corona wurden zahlreiche Flüge gestrichen von Seiten der Airlines. Ja, da denkt man eigentlich, dass man das Geld ohne Probleme zurückbekommen sollte, denn man hat ja auch schließlich keine Leistung erhalten. Doch dem ist nicht so. Bei mir im Studio ist jetzt Frank Ochse, Bild Sparfox. Wie tricksen denn die Airlines? Ja, das ist manchmal wirklich unglaublich. Man könnte denken, Corona ist jetzt fast vorbei und der Flugverkehr geht so langsam wieder los. Und zum Teil haben ja auch wirklich Airlines große Staatshilfen bekommen. Da müsste eigentlich ja Geld sein, um jetzt praktisch die Flugpreise wieder zu erstatten. Das Gegenteil ist der Fall. Deutsche Airlines sind da relativ gut davor. Aber gerade wenn man mit ausländischen Partnern zusammenarbeitet, dann gibt es da wirklich Probleme. Und die wirklich viele Leser und Zuschauer haben uns erreicht und gesagt, wo bleibt denn endlich unser Geld? Du hast es gerade schon angesprochen, Leser und Zuschauer haben uns erreicht und wir wollen jetzt auch direkt mit Zweien sprechen, und zwar mit Lena Göpfert und Martin Stutzer. Sie sind uns live zugeschaltet. Hallo an Sie beide. Hallo. Vielleicht können Sie, Frau Göpfert, fangen Sie bitte gerne mal an und erzählen Sie Ihre Geschichte. Was ist passiert? Also wir haben im März Flüge nach Kapstadt gebucht mit meinem Partner und meiner besten Freundin. Und 3 Tage vor dem Flug wurde der dann storniert. Und wir haben nie von der Airline oder von dem Portal wieder gehört. Frank, an dich die Frage, was kann Frau Göpfert jetzt machen? Also es kommt erstmal drauf an, wer ist jetzt der Vertragspartner? Ist es wirklich Turkish Airlines oder ist es jetzt der Reisevermittler? Denn auch zum Beispiel Online-Reisebüros verkaufen auch wirklich Tickets. Da kann es auch sein, dass praktisch Cheap-Ticket oder BravoFly tatsächlich auch meine Vertragspartner sind. Das ist das Erste. Und natürlich ist es immer die Frage, Online-Reisebüros, wie in diesem Fall, haben ihren Sitz im Ausland, sind, wie wir auch im Internet immer nachlesen können, sehr, sehr schwer zu erreichen. Das heißt, es ist wirklich schwierig. Ich kann da wirklich nur raten, versuchen Sie es wirklich über Ihre kartenausgebende Bank, vielleicht das Geld über die Kreditkarte wieder zurückzubekommen. Und Herr Stutzer, was ist Ihr Problem? Guten Tag erstmal. Wir haben einen Flug im Dezember bereits gebucht, 2019 nach Mallorca, 6 Personen, und haben durch eigene Recherche eigentlich mitbekommen, dass dieser Flug überhaupt nicht stattfindet. Also Condor hatte dann in der Tat noch nicht mal die Flüge auf ihrer Homepage, und unser Vermittler war BravoFly. BravoFly hatte das, wie gesagt, an Condor oder über Condor sicherlich gebucht dann am Ende, aber nach meinen Recherchen, wie gesagt, mit Condor, dann gibt es diese Flüge nicht. Die haben BravoFly informiert, aber BravoFly hat es leider nie mit uns Kontakt aufgenommen. Und demzufolge rennen wir jetzt auch schon einige Wochen diesem Geld hinterher. Frank, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man schneller an das Geld kommt? Ja, ich kann da wirklich nur raten, tatsächlich niemals über Online-Reisebüros zu buchen. Das ist wirklich immer schwierig. Wir haben nur wirklich Zuschauer und Leser, die genau das gemacht haben. Diese Online-Reisebüros, sie werben natürlich aggressiv wirklich im Internet mit günstigen Preisen. Und es zeigt sich aber jetzt in der Corona-Krise, das geht immer schief. Das ist wirklich nervig, und mein Tipp wirklich, niemals mehr da buchen. Das heißt, man muss wirklich stationär noch ins Reisebüro gehen?
Nee, man bucht direkt bei den Airlines. Also tatsächlich, da hat man Ansprechpartner. Die Airlines tun sich auch zum Teil schwer. Aber hier ist ja auch das Vertragsverhältnis ungeklärt. Wer muss mir denn das Geld zurückerstatten? Also da muss man sich wirklich genau nochmal auf der Buchungsbestätigung anschauen, wie jetzt überhaupt, wer ist mein Partner? Und das ist dann wirklich kompliziert, vor allen Dingen, wenn dann Firmen im Ausland sitzen. Dankeschön, Frank Ochse, ja, für diese Tipps werden wir also dann alle hoffentlich beherzigen. Dankeschön. Ja, und zum Schluss der Sendung haben wir noch eine unglaubliche Geschichte, ein Glückspilz des Tages sozusagen. Die Bodycam einer Polizistin im Bundesstaat Kalifornien filmt eine dramatische Rettung. Die Polizistin Erica Uria fährt mit ihrem Streifenwagen durch die Stadt Lodi. Im Vorbeifahren bemerkt sie einen Mann im Rollstuhl, der auf den Gleisen feststeckt. Das Dramatische, der Zug rollt mit vollem Tempo an. Sie rennt ohne zu zögern los. In letzter Sekunde gelingt es ihr, den 66-jährigen Mann aus dem Rollstuhl zu ziehen. Ohne das Eingreifen der mutigen Polizistin hätte der Mann wahrscheinlich nicht überlebt. Eine wahre Heldenaktion. Ja, und mit diesen unglaublichen Bildern verabschieden wir uns. Die nächsten Nachrichten gibt es hier um 18 Uhr. Bis dahin finden Sie alle aktuellen Informationen wie immer auf bild.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag Ihnen.